Sie sind hier, 13. November 2018, 14.50 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Cristiano Ronaldo besucht mit Freundin Georgina Rodriguez und Sohn Cristiano Ronaldo Jr. Die ATP-Finals Urheberrecht Getty Images mit dem Ball am Fuß passieren Cristiano Ronaldo selten Fehler. Bei den ATP-Finals sorgt der Juve-Star bei den Zuschauern jedoch unfreiwillig für Lacher. Cristiano Ronaldo hat bei den Zuschauern der ATP-Finals in London unfreiwillig für Lacher gesorgt. Der Star von Juventus Turin schaute sich gerade mit Freundin Georgina Rodriguez und Sohn Cristiano Ronaldo Jr. die Partie zwischen Novak Djokovic und John Isner an, als ein Querschläger in Richtung des Juventus-Stürmers flog. Der 33-Jährige reagierte schnell, wollte seine Freundin vor dem herannahenden Ball beschützen. Doch die Aktion wurde zur unfreiwilligen Lachnummer, Ronaldo visierte den Ball mit seinen Augen an, machte sich zum Fangen bereit und streckte den Arm aus, doch festhalten konnte er den Tennisball nicht. twitter.com/@puerto-status/1060924249888194857 Der Ball fiel dem Torjäger aus der Hand und von dort auf den Kopf seiner Freundin. Georgina wie auch Ronaldo nahmen das kleine Missgeschick mit Humor, jetzt die Sport 1 App herunterladen. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr